darum habe ich keinen Regenbogen gepostet, obwohl es mich sehr in den Fingern gejuckt hat. Hi ihr Lieben, schön, dass wir uns endlich hier wiedersehen. Ich war ja einige Zeit im Urlaub gewesen und erst dachte ich noch, da könnte ich so richtig durchdrehen, also könnten, wenn dann so alle Arbeit abgefallen ist, richtig kreativ werden und ein Video nach dem anderen produzieren, weil mir das ja so sehr Spaß macht. Dann habe ich aber immer mehr festgestellt, wie krass ich eigentlich in dieser Social-Media-Schiene drin bin, so mit jeden Tag posten auf verschiedenen Netzwerken, und habe dann für mich entschieden, Stopp, Cut, einfach mal 2-3 Wochen nichts tun. Und das war richtig gut. Und jetzt langsam arbeite ich mich wieder rein und merke, dass das schon, wenn man einige Zeit was nicht gemacht hat, eine echte Herausforderung ist. Nun, in dieser Zeit, als ich Urlaub gemacht habe, da war ja diese Geschichte mit dem Regenbogen und im Stadion, was in Regenbogenfarben leuchten sollte, ganz, ganz, ganz hoch in der Diskussion gewesen. Und mir ist wichtig geworden, bei vielem Nachdenken, dass ich wirklich was sagen möchte, auch wenn du keine Frage gestellt hast. Das ist das eigentliche Prinzip hier auf diesem Kanal. Du stellst eine Frage anonym, hier unten drunter ist der Link zu der App Telonym, und da stellst du die Frage und ihr gemeinsam könnt auch über die Umfrage hier drunter und bei diesem Video jetzt ganz frisch aktualisiert, also freigegeben, stimmt mit ab, da könnt ihr entscheiden, was für Inhalte hier landen. In Zukunft, da werde ich dir nochmal ein anderes Video machen, wo ich meine ganzen Pläne und Ideen und Reflexionen vorstelle, so 2 Jahre YouTube, die machen ja was mit einem. Das kommt aber noch. Also in Zukunft will ich dir jetzt schon verraten, so ein paar mehr Videos noch machen, um meine Meinung einfach zu sagen. Freigedacht. Einfach nicht abgeschlossen, nicht das Nonplusultra, nicht die absolute Handlungsanweisung, sondern einfach mal alles Mögliche zusammendenken und dir dann selbst Möglichkeiten geben, um weiterzudenken und Entscheidungen zu treffen. Regenbogen ist das Thema. Regenbogen ist unser Thema. Es gab 3 Gründe, warum ich keinen Regenbogen gepostet habe. Der erste ist ganz profan, ganz einfach und wahrscheinlich auch menschlich total nachzuvollziehen. Ich hatte Urlaub. Und wenn ich Urlaub habe, möchte ich nicht genervt werden. Und das ist leider so ein Problem aktuell, dass man bei allem, was irgendwie kontrovers diskutiert wird, wo Christen auch unterschiedliche Meinungen haben, sofort in so eine Schublade gesteckt wird. Also, ich habe das bei manchen meiner Kollegen beobachtet. Regenbogen gepostet und wenige Minuten später die erste Anfrage: Bist du dir überhaupt im Klaren darüber, welches Zeichen du hier gerade in die Welt gesendet hast? Oder aber, als Pastor musst du doch dies und das denken. Wie kannst du dich denn dann mit dieser Community da solidarisieren? Oder noch besser, hey, Regenbogen ist doch eigentlich was mit der Arche Noah, dann erzähl doch wenigstens die biblische Geschichte und gib dich nicht mit diesem neumodischen Kram ab und so. Es wird ganz viel da rein interpretiert. Vor allen Dingen werden mir und anderen meiner Kollegen und anderen Christen Worte in den Mund gelegt, die sie überhaupt nie sagen wollten. Weißt du, ein Zeichen ist ein Zeichen, was in der jeweiligen Zeit, in der jeweiligen Kultur und in dem jeweiligen Land, also in dem Ort, in dem man das postet, eine Bedeutung hat. Ich kenne da ein anderes Zeichen, das ist das Kreuz, das christliche Kreuz. Das christliche Kreuz war vor 2000 Jahren ein Zeichen von Unterdrückung, von Machtsicherung, ein Zeichen von Folter, von Tod, von absoluter Grausamkeit. Und wir Christen verwenden es, um Hoffnung in die Welt zu transportieren, um zu zeigen, dass da etwas anders ist. Ich hoffe, du kannst mir an der Stelle folgen. Ich will hier nichts gegeneinander ausspielen. Meine Botschaft ist, Zeichen verändern sich. Und nur weil irgendjemand mal ein Zeichen gesetzt hat, um damit eine Theorie oder eine Philosophie oder eine Ideologie zu verbreiten, heißt heute ein Zeichen Regenbogen, Toleranz und Vielfalt. Und diese beiden Werte, Toleranz und Vielfalt, sind mir unglaublich wichtig. Das heißt, ich hätte gerne, aber ich habe nicht, weil ich einfach keinen Bock auf diese Diskussionen hatte. Und ich eigentlich auch immer noch keinen Bock auf diese Diskussion habe, aber bin mal gespannt, was jetzt passiert, wenn ich schon manches angesprochen habe, ob dann trotzdem noch manche fromme Leute dann so bam, 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 schlechter Pastor, doofer Pastor und so weiter und so fort. Vielfalt und Toleranz ist mir sehr, sehr wichtig. Vielfalt. Gott hat die Menschen vielfältig gemacht. Es gibt Menschen mit Bart, mit viel Bart, mit wenig Bart. Es gibt Menschen mit verschiedensten Hautfarben. Es gibt kleine Menschen und große Menschen. Es gibt dünne Menschen und dicke Menschen. Es gibt Menschen mit großen Füßen. Es gibt Menschen mit kleinen Füßen. Es gibt Menschen mit großen Nasen. Es gibt Menschen mit kleinen Nasen. Es gibt eine ganz große Vielfalt von Menschen. Und jeder einzelne Mensch ist von Gott geliebt. Das kann man so stehen lassen. Bei allem, wo man dann nachher noch differenzieren kann. Ich komme da gleich nochmal drauf. Aber erstmal kann man das genauso stehen lassen. Gott steht für Vielfalt. Gott freut sich an Vielfalt. Wenn Gott die Welt gleich haben hätte wollen, hätte er uns alle gleich gemacht. Wenn Gott Bock drauf gehabt hätte, irgendwelche Roboter zu haben, die strikt nach einem bestimmten Fahrplan laufen, dann hätte er uns also Roboter geschaffen. Also
Gott steht auf Vielfalt. Und wenn Gott auf Vielfalt steht, dann kann ich diese Vielfalt tolerieren. Tolerieren heißt ja noch lange nicht, dass ich etwas liebe. Tolerieren heißt noch lange nicht, dass ich etwas total geil finde. Tolerieren heißt, dass ich da nicht aktiv gegen vorgehe, dass ich da keinen Krieg führe, sondern dass ich Menschen erstmal so, wie sie sind, stehen lasse. Dass ich sie eben toleriere. Das heißt allerdings auch, und an der Stelle wird es jetzt schon ein wenig kontrovers, dass ich auch Menschen toleriere, die nicht so viel tolerieren, wie ich tolerieren tue. Also Toleranz hört ja bei Intoleranz nicht auf, sondern fängt gerade da an. Wenn Menschen so ganz anders sind, so ganz anders geprägt sind, eine ganz andere Geschichte haben, eine ganz andere Prägung haben, das wird leider heutzutage oftmals vergessen. Da wird gesagt, das ist die eine richtige Art, dieses Leben zu leben. Und Milliarden von Menschen, die anders denken, werden nicht beachtet, werden in ein gedankliches Abseits geschoben. Und ich möchte eigentlich gar nicht weiterreden. Du merkst, da ist so ein bisschen Dampf hinter. Auch bei mir ist da Dampf hinter, weil ich mich an bestimmten Punkten echt aufgeregt habe. Nun komme ich zum Punkt 2, warum ich dann gesagt habe, nein, ich beteilige mich an dieser Diskussion nicht. Es hatte nämlich eine politische Dimension. Und diese politische Dimension, möchte ich ganz deutlich sagen, fand ich nicht in Ordnung. Lass mich dir mit meinen Worten erklären, was ich hier verstanden habe. Vielleicht habe ich das auch völlig falsch wahrgenommen. Vielleicht bin ich auch einfach zu eingeschränkt, weil ich politisch eigentlich gar keine Ahnung habe. Aber was ich wahrgenommen habe, ist, dass ein Bürgermeister einer Stadt, der also von den Leuten in seiner Stadt, für diese Leute in seiner Stadt gewählt worden ist, ein Zeichen gesetzt hat gegenüber der Regierung eines anderen Landes. Und an der Stelle wird es für mich komisch, denn die Regierung dieses anderen Landes ist von der Bevölkerung dieses anderen Landes gewählt. Die sind demokratisch an diese Position gekommen. Dieser Bürgermeister, der das gemacht hat, ist aber nicht demokratisch von unserem Land gewählt worden, sondern von einer kleinen Personenzahl. Das heißt, er mischt sich in Angelegenheiten meines Lebens ein, für die ich ihn nicht beauftragt habe. Und das finde ich nicht in Ordnung. Das finde ich überhaupt nicht in Ordnung, gerade wenn es dann um ein so hoch emotionales und brisantes Zeichen geht, bei dem man öffentlich ja gar nicht sagen kann, nein, das wollen wir nicht. Ich möchte etwas provozieren. Und ich gebe dir diese Frage mit, dass du selbst einfach mal weiterdenkst. Was wäre wohl gewesen, wenn wir nicht gegen Ungarn gespielt hätten, sondern gegen die Türkei? Ich glaube, an bestimmten Stellen hat dieser Mann schon auch auf die Finger gehauen gekriegt. Aber sämtliche Politiker in der Öffentlichkeit haben sich natürlich dahinter gestellt und richtig und so. Aber nochmal, das ist nicht dem seine Aufgabe. Es ist die Aufgabe von denjenigen, die ich gewählt habe, sich damit auseinanderzusetzen. Beziehungsweise die nicht ich alleine gewählt habe, sondern die wir gemeinsam gewählt haben. Auch wenn ich da vielleicht eine andere Stimme woanders verteilt habe. Aber es ist demokratisch entschieden worden, wer dafür verantwortlich ist und wer nicht. Und ich finde das doof. Ich finde das wirklich doof, wenn man an dieser Stelle unser System, unsere Demokratie so untergräbt. Ich hoffe sehr, dass du mir da folgen kannst. Das war für mich der zweite Grund. Der dritte ist für mich viel schwieriger. Der mischt sich jetzt so ein bisschen mit dem ersten. Der Punkt ist der, unsere Welt ist bunt. Unsere Welt ist nicht schwarz oder weiß. Und das ist das, was mir in dieser Diskussion gehörig auf die gegangen ist. Denn ich fand das das ist der Punkt. Es gibt gewisse Kraftausdrücke, die kann man in der Gesellschaft nicht mehr öffentlich sagen. Ich müsste das hier bei YouTube direkt im Video beim Hochladen schon angeben. Da sage ich den Kraftausdruck und da sage ich den Kraftausdruck. Und sowas wollen wir ja mittlerweile nicht mehr. Es gibt ganz viel, was politisch korrekt ist. Da habe ich selbst gelernt schon in meinem Leben, 20 Jahre nach der Schulzeit, dass ich da ganz vieles, was bei uns auf der Schule früher normal gewesen ist, heute nicht mehr sagen kann, weil Menschen sich verletzt fühlen, weil Menschen sich ausgegrenzt fühlen, weil das eben nicht mehr angemessen ist. Und da habe ich ein gewisses Problem. Da habe ich echt ein gewisses Problem, wenn man plötzlich sich entweder nur gegen oder für eine gewisse Bewegung positionieren kann. Also entweder Regenbogenfahne und alles ist in Ordnung und alle willkommen und kommt her zu mir, ich habe euch alle lieb. Oder keine Regenbogenfahne und dann heißt das direkt homophob und altbacken und nicht von dieser Welt. Und ich denke anders. Ich denke auch
differenzierter. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir solche, gerade solche schwierigen Themen nicht immer alle über einen Kamm scheren. Das geht ja schon los bei der LGBTQIA-Bewegung. Das sind ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen, die unterschiedlich empfinden, mit einer unterschiedlichen Prägung, die auch nie miteinander so kompatibel werden, dass sie jetzt eine Beziehung eingehen oder sowas, sondern das sind ganz unterschiedliche Personen. Und die dürfen unterschiedlich sein und das ist in Ordnung. Weißt du, Gott liebt dich, so wie du bist, möchte ich noch einmal sagen. Aber das heißt noch lange nicht, dass dadurch alles gleich ist. Es heißt noch lange nicht, dass dadurch alles gleich ist. Ich finde es vollkommen legitim, dass man unterschiedliche Situationen, unterschiedliche Orte, unterschiedliche geschichtliche Zusammenhänge auch unterschiedlich betrachtet. Und ich finde es vollkommen in Ordnung, dass man auch die gesellschaftlichen Entwicklungen anhand der aktuellen Gesellschaft betrachtet und nicht sagt, wir finden das in Deutschland richtig und deswegen müssen das die Menschen in Ungarn oder in der Türkei oder in Katar, wo nächstes Jahr die Weltmeisterschaft stattfinden wird, genau so leben. Wir sind nicht die Weltpolizei, wir haben unsere Geschichte, unsere Prägung und dann ist das vollkommen in Ordnung und dann darf man das stehen lassen. Was mich total annervt, das war auch während meinem Urlaub sogar hier dann auf dem YouTube-Channel drauf gewesen in einem Kommentar, in dem Moment, wo man quasi, nein, ich will keine Regenbogenfahne posten, sagt, ist man direkt homophob. Und das ist ja Blödsinn. Das stimmt einfach nicht. Ich möchte nicht in Schubladen gesteckt werden. Ich möchte zu bestimmten Themen meine Meinung frei äußern können, ohne direkt einen ganzen Rattenschwanz mit weiteren Meinungen, die mir angedichtet werden, mit Ideologien, die mir unterstellt werden, mit unlauteren Absichten, die mir herangetragen werden, gesehen werden. Ich sage es noch einmal. Ich bin überzeugt, Gott liebt jeden einzelnen Menschen. Ich bin überzeugt, Jesus ist für jeden einzelnen Menschen, der auf diesem Planeten jemals lebte, jetzt lebt und jemals leben wird, gestorben. Und ich bin überzeugt, dass es für jeden Menschen eine Beziehung mit Jesus Christus gibt. Ich bin aber auch überzeugt, dass Toleranz weitaus mehr ist, als nur eine Menschengruppe gut zu finden und alle, die eine andere Prägung, eine andere Überzeugung, etwas anderes gelernt haben, dann ins Abseits zu schieben. Denn auch diejenigen sind ja von Gott geliebt. Ich glaube, es ist der vollkommen falsche Weg, gerade als wir Christen, dass wir uns gegenseitig die Köpfe einschlagen, dass wir uns an solchen Themen am Ende hochhangeln und gegenseitig die Rechtgläubigkeit absprechen, uns gedanklich schon in die Hölle schieben und Irrlehre und sonst irgendetwas in den Mund leben. Wir haben in unserer Welt ganz andere Probleme. Wir haben gewaltige Aufgaben, die wir als gesamte Christenheit zu lösen haben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns gerade in Toleranz, in Akzeptanz, aber auch in differenziertem Denken üben. Und dass wir so die Stimme erheben für das, was wirklich zählt. Ich glaube, an vielen Stellen kämpfen wir den falschen Kampf. Ich glaube, an vielen Stellen wäre es genau richtig, eine Regenbogenfahne rauszuhängen und gewisse Zeichen zu setzen. An anderen Stellen ist es aber genauso wichtig und richtig, den Mund aufzumachen und zu sagen, so nicht. Hier geht's gegen Geschichte, hier geht's gegen Überzeugung, hier geht's auch gegen Menschenwürde, hier geht's gegen freies Denken, hier geht's gegen freie Meinungsäußerung. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir hier rauskommen aus diesem Schwarz-Weiß, richtig falsch, links, rechts, homophob, nicht homophob. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Menschen als Menschen sehen. Ob ich jetzt beim nächsten Mal, wenn so eine Diskussion hochkommt, eine Regenbogenfahne hisse, ich weiß es nicht. Bei solchen politischen Hintergründen definitiv nicht. Bei emotional aufgeladenen Diskussionen auch nicht. Bei Menschen, die sich gegenseitig den Glauben absprechen, auch nicht. Aber vielleicht kommen wir irgendwann an den Punkt, wo wir uns wieder um die wirklich wichtigen Dinge im Leben drehen. Das meine Two Cents zu diesem Thema ist mittlerweile schon altbacken. Vielleicht interessiert es manche gar nicht mehr. Aber mir war es wichtig, das rauszuhauen. Und in den nächsten Wochen sehen wir wieder viele weitere Inhalte. Ihr stimmt ab, Link hier unten drin. Bis dann, sei gesegnet. Ciao.